Beatrice Egli, sie schwärmt von einem neuen Mann. Beatrice Egli hält sich stets über ihr Liebesleben bedeckt. Kürzlich konnte sie sich jedoch nicht zurückhalten, von einem Mann zu schwärmen. Beatrice Egli, von diesem italienischen Musiker bekommt sie nicht genug. Wenn es um Beatrice Egli, 35, und die Liebe geht, fällt meistens ein Name, Florian Silbereisen, 42. Sie und der feste Showmoderator haben im Sommer 2023 das Duett Das wissen nur wir aufgenommen und damit die Gerüchteküche über eine mögliche Beziehung zum Kochen gebracht. Doch jetzt schwärmt die hübsche Blondine plötzlich auch von einem anderen Mann. Im Podcast Polaks Schlagertalk offenbarte sie gegenüber Gastgeber Oliver Polak, 48, ich bin ein großer Eros Ramazzotti-Fan. Mit ihm würde sie gerne einmal zusammenarbeiten. Das wäre für mich so ein Mann, mit dem ich gerne singen würde. Schon zuvor hat Egli ihre Bewunderung für Ramazzotti preisgegeben, so verriet sie bereits vor einigen Jahren in einer Musik für sie Fragerunde. Eros Ramazzotti ist für mich einer der Sänger, die mich immer schon fasziniert haben und die italienische Sprache, finde ich, lässt er so wundervoll erklingen. Vielleicht erreichen diese schwärmerischen Worte ja wirklich den italienischen Superstar und dieser ist ebenfalls von der Idee, gemeinsam mit Beatrice zu singen, begeistert. Wir drücken der Schweizerin die Daumen. Beatrice Egli, ihr Liebesleben behält sie für sich. Beatrice Eglis Schwärmerei von Eros Ramazzotti scheint nur auf der Grundlage einer Begeisterung seines Talents zu beruhen. Doch wie sieht es mit anderen Männern aus? Ist die Schlagersängerin derzeit verliebt? Die ihr nachgesagte Beziehung mit Florian Silbereisen streiten sie. Und der Moderator stets ab. Und auch sonst gilt die Mein Herz-Interpretin offiziell als glücklicher Single. Beatrice zieht es vor, nicht über ihr Liebesleben öffentlich zu reden und stattdessen ihre Musik sprechen zu lassen, wie sie weiterhin im Podcast erklärte. Was mein Liebesleben angeht, kann jeder in meine Texte interpretieren, was er will. Doch wer weiß, vielleicht ändert die 35-Jährige irgendwann ihre Meinung und stellt der Öffentlichkeit, wenn sie dafür bereit ist, ihren Prinzen vor.